Lena? Lena, was ist denn hier los? Was will das? Da ist ein Irrer. Wie ein Irrer? Da ist ein Irrer mit einer Waffe. Eine Waffe? Wo? Janine? Janine? Ich bin ganz normal zur Praxis gelaufen, weil ich hier aushelfen wollte mit der Abrechnung und helfe Janine, meiner Tochter, die ist hier Schönheitschirurgin. Als ich reinkam, kam uns unsere Anästhesistin entgegen. Lena brach zusammen und konnte nur stammeln. Mir war direkt klar, Waffe, Angreifer, hier besteht Lebensgefahr für meine Tochter. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Noch konnte die benommene Narkoseärztin nicht beantworten, was der bewaffnete Eindringling von Schönheitschirurgin Janine und ihrer Patientin will. Denn Lena ist schwerer verletzt als zunächst erkennbar. Jetzt kommt Hilfe. Ganz kurz für uns die Räumlichkeiten. Hallo? Das Wartezimmer und Toilette und alles. Die Behandlungsräume sind hier. Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Ist auch hier. Da drüben. Ja. Ja. Und hallo? Und eine Patientin ist da. Aber was ist los? Guck mal, hier ist alles voll Blut. Okay. Guck mal, hier steckt was drin. Ja, ist eine Klinge. Eine Stichverletzung ist eine super gefährliche Verletzung. Denn wir wissen nie genau, wie tief ist das Messer oder die Klinge in den Körper reingedrungen. Und es ist ganz entscheidend, dass die Patientin schnellstmöglich ins Krankenhaus kommt. Wenn Organe, wenn Lunge, wie auch immer verletzt wurden, braucht sie schnellstmögliche Hilfe. Der Patient war in einem akuten, lebensbedrohlichen Zustand. Ja, aber dann ist doch meine Tochter auch in Gefahr. Ich würde bitten, bleiben Sie ein bisschen im Hintergrund. Ich war sehr besorgt. Einmal um meine Tochter, die in Lebensgefahr schwebt, aber auch um Lena, die am Boden lag. Und irgendwo war ein Mensch mit einer Waffe. Und wen trifft er als nächstes? Das sind ganz kleine Räume. Zwei. Drei. Du, Simon, schau mal rein. Für uns war es erstmal wichtig, alle Räume zu sichern und zu schauen, ob sich noch irgendwer in den Räumen aufhält, damit die Sanitäter ungestört erstmal ihre Arbeit verrichten konnten. Da sind Schatten. Das ist eben schon mal aufgefallen. Schauen wir mal hier. Ich guck mal auf die Tür. Hey, hey, da drin, da! Hallo, hier ist die Polizei. Keine Polen. Ich bin bewaffnet. Wer ist drin? Wie heißen Sie? Wie kann ich Sie ansprechen? Janine? Wissen Sie sich, ich bin hin für meine Tochter. Wie viele Personen haben wir denn bei Ihnen drin? Ich habe eine Geisel und meine Tochter ist hier. Also zwei weitere Personen. Okay. Ich gehe mal vor zu den Sanis. Bleibst du hier? Ich bleib hier, genau. Ja, klar. Wir hatten hier eine besondere Gefahrenlage. Wir hatten zwei Geiseln. Die Frau am Eingang, die Anästhesistin, die hatte er schon verletzt. Und wir mussten wirklich vom Schlimmsten ausgehen. Doch bis das angeforderte Sonderkommando vor Ort ist, wird es noch dauern. Als Mathilda Weiß von der verletzten Narkoseärztin erfährt, dass die Patientin im Behandlungsraum dringend Hilfe braucht, planen die Spezialisten, sich zur Not auch ohne die Unterstützung der Kollegen Zugang zu den Geiseln zu verschaffen. Ich würde Sie gerne mal bitten, ob mal in den Terminkalender zu schauen, ja, ob für heute vielleicht irgendwie eine männliche Person angekündigt war. Ja, natürlich. Vielleicht das kommen wir da der Sache ein bisschen näher. Ja. Ja? Ja. Ich kann ja gucken, aber Tattoo-Termin. Ja, heute SKS.K.Tattoo. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise trägt sie die Namen normal ein und auch die Rufnummern. Lena, da war doch nur der Mann oder wären da noch mehr? Und die Patientin? Also hatte Ihre Tochter schon mal mit irgendjemandem Stress? Vielleicht mit einer männlichen Person? Ja, vor 14 Tagen mal. Vor 14 Tagen? War ein junger Mann hier. Okay. Und sein Name? Da warst du nicht da, ne? Weiß ich nicht. Mann? Aber er war so unfreundlich. Er war bei meiner Tochter und ist wieder raus. Und sie wollte nicht mit ihm reden. Ich weiß nicht, was das war. Das war kein Patient. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, was das war. Sie wissen auch nicht mehr ansatzweise, welchen Namen er hatte? Nein. Die Melderin schilderte uns, dass vor zwei Wochen ein Mann in die Praxis kam, der dann auch anschließend von ihrer Tochter rausgeworfen wurde. Dieser war sehr aggressiv und sehr laut. Und ja, für uns war jetzt erstmal die Vermutung, ob es sich um diesen Mann handeln könnte, der gerade auch zwei Geiseln genommen hat. Wir brauchen auf jeden Fall einen von den Sanis, ne? Also da drin wäre auf jeden Fall jemand verletzt, sagt er braucht jemanden von den Sanis. Verletzt? Meine Tochter ist das verletzt? Das wissen wir nicht. Ob es ihre Tochter ist oder ob es um die Patientin geht, können wir nicht sagen. Weiß ich nicht. Okay, ja. Ist es möglich, dass
ein Sani von euch entbehrlich ist und wir einfach mal nach hinten schauen, alle zusammen. Ist es denn sicher? Weil ich bin nicht bewaffnet. Nein, ja, okay, ich kläre das. Ja? Komm ruhig mit. Die Polizei holte mich zu der Geiselnahme dazu. Erstmal sehr, sehr ungewöhnlich, weil eigentlich ist eine Geiselnahme reine Polizeiaufgabe. Aber die Polizisten sagten mir, da ist noch eine Patientin, da ist jemand, der unsere Hilfe braucht. Ich bleib hinter euch. Ja, ja klar. Bitte auf Abstand. Ja. Hallo, ich bin wieder bei Ihnen. Ich habe jetzt hier einen Sanitäter dabei, wie Sie ihn angefordert haben. Der wird gerne mal mit Ihnen reden. Kommen Sie mal kurz ein bisschen zur Tür. Ich will, dass meiner Tochter geholfen wird, aber ich will nicht, dass Sie hier behandelt werden. Haben Sie das verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Der Sanitäter ist jetzt hier, der spricht jetzt mit Ihnen. Hallo? Ja. Philipp Stehling vom Rettungsdienst. Ganz langsam, mein Freund. Ganz langsam. Ich mache nicht weiter die Tür auf. Was ist los bei Ihnen da drin? Ich will nicht, dass meine Tochter hier behandelt wird. Wie geht's Ihrer Tochter? Sie ist in Narkose. Wenn sie in Narkose ist und wenn ich ihr nicht helfen kann, kann sie versterben. Das heißt, wir müssen dringend zu ihr. Ich muss dringend zu ihr sie behandeln. Ich hab's verstanden. Ich will nur, dass sie geholfen wird. Ja, absolut. Aber wir müssen erstmal das Leben ihrer Tochter sichern. Aber nur sie, nicht die Bullen. Nur sie. Ich hab eine Geisel. Okay, ich komme einmal zu Ihnen rein. Ich habe keine Waffen bei mir. Ich schließe die Tür wieder. Ja, alles gut, keine Bewegung, meine Waffe ist unten. Ich mach die Tür wieder zu. Draußen, ganz genau. Schönen Dank. Der Geiselnehmer erlaubt Philipp Stehling nur, Puls und Atmung seiner narkotisierten Tochter zu überprüfen. Misstrauisch hält der Bewaffnete die Schönheitschirurgin und den Sanitäter in Schach. Obwohl das Leben der Schülerin in Gefahr ist, lehnt der Vater weiterhin jede Behandlung ab. Beim Untersuchen der Patientin fiel mir auf, dass sie total hohe Körpertemperatur aufwies. Und es gibt eine Komplikation in der Narkose, dass die Patienten die Körpertemperatur massiv ansteigt, eine maligne Hyperthermie entwickelt, ein lebensbedrohlicher Zustand, sodass wir da sofort eingreifen mussten, sie stabilisieren mussten und die Patientin auch schnellstmöglich in die Klinik bringen mussten. Ich gehe raus. Ja? Ja. Okay. Ganz ruhig. Puh. Und? Ja, also, da drin die Lage ist ernst. Also, er braucht Bedenkzeit. Ich habe ihm gesagt, wir müssen behandeln, wir brauchen Equipment. Haben wir Equipment bei? Ja, ich kann jetzt noch die Sauerstoff holen. Ansonsten, die erste Patientin wurde abgeholt. Ich habe das immer sporadisch zusammengeworfen. Perfekt. Wäre jetzt noch das, was da ist, natürlich okay. Da. Perfekt. Vielleicht später, aber wir sollten jetzt mal uns bereden, was wir machen können, damit wir irgendwie da reinkommen. Wir brauchen einen Plan. Also, ich komme eventuell wieder rein. Okay. Ja. Gut. Ich war neulich beim großen SEK-Einsatz dabei. Da haben die mit so einer Laserpointer oder so den anvisiert. Das SEK wurde mit uns zeitgleich zum Einsatzort alarmiert. Jedoch befinden wir uns hier in einer Großstadt, wo das nicht immer alles ganz so schnell möglich ist. Für uns war es aber wichtig, so schnell wie möglich in den Behandlungsraum zu kommen. Und wir hatten das Glück, dass dem Sanitäter Zutritt gewährt worden ist. Demzufolge haben wir uns dann halt eine kleine List überlegt. Hallo? Sanitäter! Ja! Ich mach langsam die Tür auf, ja? Ganz langsam. Ich mach langsam die Tür auf. Ist nicht hier zum Quatschen, Mann. Komm rein jetzt. Haben Sie sich überlegt? Ich hab's mir überlegt. Komm rein. Okay. Ich komm langsam rein. Ich bin weiterhin unbewaffnet, ja? Ganz so. Ganz. Haben Sie sich das entsprechend überlegt? Ich hab's mir überlegt. Ich kümmere dich um meine Tochter. Ich will das. Zieh nur kurz meine Jacke aus. Sie sehen ja keinerlei Waffen oder ähnliches bei. Ich muss einmal zu ihr. Ja? Ach, das. Ich muss nach dem Narkosegerät rumgucken, muss gucken, was hier los ist. Sie ist wirklich sehr, sehr warm. Ihnen geht's soweit gut? Ja? Die Klappe, halt bloß die Klappe. Hast du verstanden? Die Klappe! Ganz ruhig. Okay. Sie hat irgendeine Komplikation in der Narkose. Was für eine Komplikation? Das ist dein Schuld! Ganz ruhig. Wir müssen dringend, wirklich. Wir müssen. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Ganz ruhig. Wir müssen dringend ins Krankenhaus. Mit ihr. Wie, du verarschst. So, du verarschst mich, die ist geladen. Ich brauche erst. Vorsicht, nicht auf mich richten. Ich hole einmal kurz Medikamente. Die brauche ich von draußen. Okay, los, verpiss dich. Ohne das wird's nicht, ja? Hey. Vorsicht. Kollegen? Ich brauche einmal die Medikamente. Ja, pass auf, ich würde eine Minute reden, dann würde ich sie dir vielleicht sogar reinbringen. Ja? Ja. Der Polizist redet ganz kurz mit Ihnen. Ganz kurz. Ich will die Situation hier nur nicht eskalieren. Ganz ehrlich, die Waffe liegt hier. Ich möchte die Situation nicht eskalieren lassen. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass das SEK mittlerweile eingetroffen ist. Ich möchte, dass hier nichts weiteres passiert. Mama? Was? Frau Baumgarten, sind Sie auch da? Ja. Das ist ja schön. Schön, dass Sie hier sind. Wissen Sie, was passiert ist? Ihre Tochter hat mich einfach abserviert. Frau Baumgarten. Meine Mutter noch operieren, meine Mutter. Mein Kind noch operieren lassen.
aber Frau Baumgarten, bitte bleiben Sie draußen, bitte. Ja, finde ich. Als ich die Tür öffnete und ich ihn sah, auch anhand des Tattoos, habe ich gemerkt, okay, genau das war der Mann, der vor 14 Tagen in dieser Praxis war. Genau, also aktuell ist so, sie hat eine totale Komplikation in der Narkose. Also eine lebensbedrohliche Komplikation. Wir müssen sofort mit dem Krankenhaus einmal kurz Rücksprache halten. Ja. Ich funk das Krankenhaus kurz an für Sie. Das SEK arbeitet mit einem Laserpointer an ihren Waffen. Und somit haben wir uns die List überlegt, da ich wirklich zufällig gerade im Zoofachhandel war und für meinen Kater einen Laserpointer gekauft habe, der sich auch noch im Streifenwagen befand, dass der Sanitäter uns ein Codewort gibt, ich ihn halt dann anstrahle und mein Kollege kann ihn dann halt auch überlisten. Du bleibst da, wo du bist. Südring für RTW 1. Ja, zur Information, wir haben eine Patientin in einem lebensbedrohlichen Zustand. Mach bitte schon mal die Infusionen fertig. Infusionen? So, ganz langsam. Ich versuche zu beruhigen. Ich habe ein bisschen Stress gerade. Ja, tut mir leid. Ich verstehe. Ich möchte die Situation jetzt hier wirklich entschärfen. Ich habe dir eben gesagt, das SEK ist da. Ich möchte nicht, dass hier was passiert, dass dir was passiert. Ganz langsam. Mach die Waffe mal ein bisschen runter, dann möchte ich dir was zeigen. Ganz langsam. Hier, siehst du? Guck mal unten, links. Da ist die Zivilisierung schon vom SEK. Yeah. Die haben die auf, ja. Ruhig, ganz ruhig. Ich möchte nicht, die müssen nur einmal kurz abdrücken, dann war's das. Okay, wir wollen nicht, dass hier was passiert. Leg die Waffe einfach auf den Boden. Einfach auf den Boden. Das sehen die von draußen. Ich will nur, dass meine Tochter geholfen hat. Ja, ganz langsam, ganz langsam. Die Waffe wegschieben, zu mir schieben. Okay. So, flach auf den Boden, flach auf den Boden. Flach auf den Boden. Die Arme ausstrecken. Okay. Hast du ihn gesichert? Ja, ist alles gut. Okay. Thomas, kommst du mal bitte schnell rein? Ganz ruhig. Wir müssen ganz dich stabilisieren. Ruhig. Ganz alles. Ja, komm bitte. So. Nein. So, die Arme nach hinten. Die Arme nach hinten. Beide Arme nach hinten. Beide Arme nach hinten. Unter Tränen berichtet die befreite Janine, dass der Bewaffnete eine Tattoo-Entfernung bei seiner Tochter verhindern wollte. Denn der Geiselnehmer ist überzeugt, dass die Schönheitschirurgin die 18-Jährige gegen ihren Willen narkotisiert und behandelt hat. Das ist deine Schuld. Ich konnte nicht anders. Cindy hatte Angst. Ich musste sie in Vollnarkose bringen. Ich konnte das nicht anders. Was? Vollnarkose wegen einem Tattoo entfernen? Was ist das für ein Blödsinn? Sie hatte Angst, ich konnte es nicht anders. Entschuldigung, Sie sprechen auf einer ziemlich persönlichen Ebene. Kennen Sie sich? Das ist meine Ex-Freundin. Was? Es hat sich dann herausgestellt, dass der Entführer Tom und die Schönheitschirurgin Janine zusammen ein Verhältnis hatten. Der Entführer Tom wollte die Schönheitschirurgin zur Rede stellen, platzte in den OP-Raum, wutgebrannt und sah da seine Tochter Sandy liegen. Er beschuldigt dann zusätzlich entsprechend die Schönheitschirurgin, seine Tochter absichtlich unter Vollnarkose gesetzt zu haben, um ihr das Tattoo zu entfernen, das er sich mit seiner Tochter zusammen als Vater-Tochter-Tattoo hat stechen lassen. Das Ganze ist dann maximal eskaliert und wurde von ihm so als Racheaktion seiner Ex gedeutet. Tochter Sandy wollte das Tattoo bewusst entfernen lassen, weil die Beziehung bzw. so das Verhältnis zu ihrem Vater einfach maximal zerrüttelt war. Er neigte wohl zu Gewaltausbrüchen und sie wollte einfach kein Vater-Tochter-Tattoo mehr haben, sodass sie das mit eigenem Willen entsprechend entfernen lassen wollte. Ich habe jetzt hier in seiner Innentasche ein Skalpell gefunden. Könnte das eventuell die Tatwaffe sein? Ja, es war auf jeden Fall eine kleine Klinge. Passt zum Skalpell. Ist da was abgebrochen? Ja, es ist schon was abgebrochen und auch Blut dran. Also ungefähr. Ja, okay. Und er hat es auch eben zugegeben. Ist alles gut, er hat es zugegeben. Alles gut. Kümmert euch um meine Tochter. Machen wir. Nachdem die narkotisierte Schülerin in der Klinik behandelt wurde, erholte sie sich innerhalb einer Woche und trug keine Folgeschäden davon. Ebenso wie Anästhesistin Lena, die von dem Geiselnehmer mit einem Messer verletzt wurde und erfolgreich operiert werden konnte. Der Ex-Freund von Schönheitschirurgin Janine muss sich unter anderem wegen der Geiselnahme vor Gericht verantworten. Die 32-Jährige und ihre Mutter haben das Schockerlebnis inzwischen überwunden.